Das Erwachen, Kapitel 12. Nun bringen wir das Ganze zu Ende. Menschen von Shippon, elende Kreaturen Ethias, eure Zeit ist gekommen! Wir müssen helfen! Räum hier auf! Lenk du den Mistkerl ab! Okay, dann retten wir mal die Menschen. Haltet durch, Leute. Und vor allem, die sich nicht rechtzeitig in die Sicherheit bringen konnten. Frage ist, wie viele sind das? Hier sind schon wieder so viele Tote. Aber gibt es doch gar nicht mehr so viele Lebende. Bitte! Du musst uns beschützen! Hasta la vista, Baby! Okay. Die werden wir mit Leichtigkeit besiegen. Sag ich doch. Die Vogelviecher sind ja noch leichter zu besiegen. Einfach weil ich die alle fast mit einem Schuss besiegen kann. Kommt er. Okay, da kommt schon die nächste Welle von denen. Die Vogeldinger sind die leichtesten. Ein Schuss und sie sind weg. Gleich tut's richtig weh. Ha. Sauber. Voll auf die 12. Nicht schlecht. Komm. Okay, wie viele kommen von euch noch? Auf jeden Fall zu viele. Na also! Ah, das ist nur ein bisschen hin und her schießen. Das sollte reichen. Erinnert mich ein bisschen an Moorhuhn. War es das jetzt? Jetzt kommt ein stärkerer. Zumindest ein bisschen stärker. Ja, die Mutanten sind für mich gar nicht mehr schwer. Wir haben schon so gegen so viele von denen gekämpft. Jetzt zack, erledigt. Tschüss, Goliath. Hier bist du sicher.
glaube, das waren alle. Zumindest fürs Erste. Du hast die Taverne gerettet. Okay. Oh, das ging schnell. Ja, Fortschritt speichern. Aber auf Platz 2, ich würde das gern behalten, wenn wir es durchhaben, das alternative Ende angucken. Das kann ich euch dann auch noch in aller Ruhe zeigen. Ich glaube, du kommst. Ich auch nicht. War höchste Zeit. Bin gerannt wie eine Irre. Nein. Dass du Ethia als Heimat annimmst. Danke. Auden! Free! Bist du okay? Ja, soweit ja. Der Bruch aus Visoria stoppte endlich, aber dann kam es noch schlimmer. Ich weiß. Jetzt beruhigt euch alle! Ganz ruhig! Bitte, bitte, hier seid ihr in Sicherheit! Sicher? Was, Herr, wir kauen hier in einem Archiv, es ist nirgendwo sicher! Hört mir zu! Bitte, ich flehe euch an! Gebt jetzt nicht auf! Ich will dich erstellen! Meine Schwester könnte doch besser sein! Hey! Hey! Alle mal herhin, Leute! Bitte, hört zu! Ein Dämon kommt hierher! Und nein! Ich bin's nicht. Okay? Ich kämpfe gegen ihn. Ich werde dem Wahnsinn ein Ende machen, aber ihr müsst mir eines versprechen. Ihr dürft nicht aufgeben. Es muss wieder Frieden herrschen in Ethia. Die Tantas hätten es so gewollt. Ihr müsst das bitte überleben, okay? Bleibt hier im Archiv. Hier seid ihr sicher. Die letzte Schlacht und gut gesprochen, Frey. Verlasse das Archiv, wenn du bereit bist. Okay. Versuch nochmal mit allen zu reden. Es tut mir so leid, Frey. Ich hab dich unter Druck gesetzt, das war falsch. Sei nicht albern. Ich tat dir weh. Ja, und das habe ich wohl verdient. Hast du nicht. Es ist so schwer, selbst nichts ausrichten zu können. Ihr für ihr Vertrauen danken. Ja. Nein, einfach umarmen. Ist doch unsere Freundin. Sorry, Neil. Fehlen manchmal einfach nur die richtigen Worte. Und ich hatte noch nie so jemanden wie dich. Oh, Frey. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich dir auch nicht. Ich rette die Stadt. What's up? Frey, bitte. Versprich mir, dass du in einem Stück zurückkommen wirst. Ich versuch's. Los. Warte. Hier. Schöner Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß, den Frey von den Kindern Cipel zum Dank dafür bekommen hat, dass sie die Stadt beschützt hat. Die kräftig roten Blumen wurden alle innerhalb der Stadtmauern von Cipel angebaut. So sauber wie der Strauß gebunden wurde, ist zu vermuten, dass ein Erwachsener so freundlich war, den Kindern dabei zu helfen. Ich habe aus deinen Kräutern etwas zusammengemischt. Gib gut Acht, ja? Keine Angst. Ich bin im Handumdrehen wieder da. Kirill-Elixier. Oh, wir sind ein starker Arznei, die durch
längeren Kochen eine Mischung aus Geryll und mehreren anderen Kräutern hergestellt wird. Sie hat eine stark beruhigende Wirkung und kann in der Folge die Konzentration steigern. Auden hat sie für Frey aus denselben Kräutern zubereitet, die ihre Freundin einst aus Sorge um ihr Wohlergehen für sie sammelte. Das ist doch süß. Hier sind wir sicher. Müssen wir jetzt alle sterben? Ach Quatsch. Frey wird uns retten. Wart's ab. Okay, ich kann hier sogar nochmal Sachen herstellen, wenn es wirklich sein sollte. Hier. Metallklumpen. Denk dran, das ist jetzt deine Heimat. Du gehörst zu uns. Mit dir reden wir erst am Schluss, erst mit anderen. Du kannst hier alles uns überlassen. Dieser Eingang und die Leute da drin sind sicher, solange ich noch stehen kann. Und solange uns die Musik als Ansporn dient. Bitte. Tu, was du kannst. Aber natürlich. Ich wünsche euch Glück. Ich kann euch leider nur ein Liedchen. Aber es gibt Leute, die sagen, dass meine bescheidene Kunst ihnen in die... Also spiele ich weiter. Auf in den Kampf. Yep. Ich muss meiner Pflicht nachkommen. Dann wartet hoffentlich ein Leben als Katzenstreichlerin auf mich. Hier. Steck dich lieber gut ein, bevor du in den Krieg ziehst. Ich muss gestehen, es war schwer, dir zu verzeihen. Der Tod meiner Herrin, er traf mich sehr hart. Doch nun erkenne ich meinen Irrtum. Ich verleugnete die Wahrheit. Ich war Zeugin ihrer Verbrechen, aber ich wollte sie nicht als solche wahrhaben. Schwer zu verdauen, dass deine Tante Unschuldige getötet hat. Meine Blindheit amüsiert dich wohl. Nicht wirklich. Hab deinen Boss umgebracht. Bitte. Ich muss es wissen. Wie sah ihr Ende aus? Ach, weißt du was? Vergiss es. Geh. Ich wache über jene, die hier Zuflucht suchen. Du hast auch deine Pflicht, was? Okay. Ich verlasse mich auf dich. Mehr Heilkräuter, hä? Ich lehre sie einen neuen Reim. Deine Weisheit wird mir helfen, die Bäuche dieser Kinder eines Tages zu füllen, da bin ich sicher. Doch bitte, sorge dafür. Ich finde, es war der netteste Ratsherr von allen. Der Netteste und der Beste. Hier reden wir noch Warte mit kurz. Dir. Ich bitte dich. Du stellst dich einem Dämon. Dafür brauchst du das hier. Ich hielt dich für unsere einzige Hoffnung. Ah, hör auf. Ich werde ja ganz rot. Doch nein. Ich sehe es nun. Wir dürfen die Hoffnung nicht anderen anvertrauen. Wir müssen anfangen, selbst für uns einzustehen. Genau. Sag Bescheid, wie es damit läuft. Wäre schön, wenn ich euch nicht andauernd helfen müsste. Wir werden unser Versprechen halten. Aber du musst überleben. Jetzt hab ich's verpasst. Wie geht's? Einen Schluck für unterwegs? Verzeih. Alte Gewohnheit. Und danke, dass du mein bescheidenes Gasthaus beschützt hast. Auch wenn ich nichts anderes von dir erwartet hätte. Tja, schau mal wieder vorbei, wenn das alles vorüber ist. Du findest mich hinterm Tresen. Klar komm ich wieder vorbei. Okay. Auf geht's. Ich tue, was du gesagt hast. Ich
Ich stelle sicher, dass wir überleben. Ich werde alles für diese Kinder tun. Und du musst auch was erledigen. Stimmt's? Viel Glück. Gib gut Acht. Hier beginnt die nächste Phase von Freys Abenteuer. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast, bevor du fortfährst. Los geht's. Ich bin bereit für die Schlacht. Für Asia. Hast du deinen Freunden Lebewohl gesagt, Frey? Die Fragmente schützen den wunden Punkt in seinem Zentrum. Zerstreut sie und greift sein Herz an. Sinter ist bei euch, kämpft vereint. Auf geht's. Ich werde euch beide auslöschen. Ich muss diese Kackvögel irgendwie loswerden. Bis sie die Gegner umstoßen. Sinter, Feuer! Okay. Ganz seltsam, dass ich nur schießen kann. Nochmal mit Schwung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich hinschieße. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ja, okay, ich muss den Vogelschwamm angreifen. Das verstehe ich schon. Jetzt. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe mich nur dumm angestellt. Ich hätte gedrückt halten müssen. Und zwar länger gedrückt. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich länger. Okay, noch mehr von den Vögeln. Glaube ich jetzt nicht. Fick dich, Mann.
Habe ich jetzt verkackt oder habe ich gedacht? Dich so vieles fragen. Ich... Nein. Nein. Geh nicht. Ich brauch keine Magie. Ich brauch dich. Bitte stirb nicht. Danke, Alfred. Du bist mein allergrößtes Glück. Und ich werde immer bei dir sein. Liebes Kind. Deine Beschützerin ist gefallen. Also, glaubst du hast eine Chance ganz allein? Willst du wirklich kämpfen? Wie gesagt, das kannst du gerne haben, Kumpel. Für wen hältst du dich? Ich bin Tanta Frey, Tochter von Senta, Beschützerin Ethias. Und jetzt kriegst du Fett aufs Maul! Wie kann die Macht der vier Tantas sein? Du meinst wohl der Fünf. Wow, geil. Gänsehaut. Freys Erwachen. Frey hat den Segen der vier Tantas empfangen und damit ihre eigene wahre Kraft, ihre inneren Tanta erweckt. Viele ihrer Fähigkeiten wurden dadurch wesentlich verbessert. Mega. Das ist es. Neuer Zauber erlernt. Teleportation. Bewege dich durch Warpen mit großer Schnelligkeit, ohne Schaden zu nehmen. Mit G. Oh Gott. Schon wieder ein zusätzlicher Knopf. Hey, mega. Die Fähigkeit Teleportation. Frey kann nun Portale öffnen, durch die sie sich von einem Ort zum anderen begeben kann. Während sie sich auf diese Weise fortbewegt, ist sie immun gegen jeglichen Schaden. Nutze G, um diese Fähigkeit einzusetzen. Wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Ich werbe.